Ja, grüezi, ich bin's. Ich bin jetzt in der Schweiz. Ich wollte euch mal ein bisschen meine neue Wohnung zeigen. Also, es war jetzt bei Nacht. Hier ist der Marktplatz. So, und jetzt gehen wir mal zu meinem Hotel. Und da sind wir auch schon. Bei meinem Hotel. Es ist ganz leise, denn alle schlafen schon. Aber wir natürlich nicht, denn wir sind Duracell. Ich muss kurz den Schlüssel rausholen. Oh, bin ich schon drin oder was? Oh. So, jetzt sieht er mich richtig. Ja, wir haben auch 8 Stunden Zeitverschiebung hier in der Schweiz. Seht ihr? Die Nummer 1 als Zimmer für die Nummer 1 hier. Rein in die gute Stube. So, Delle. Da sind wir. Immer nun zu Hause. Erstmal Dose wegstecken. So, das ist jetzt mein Zimmer. Einmal hier schön Fernseher. Waschbecken. Einmal hier das Multimedia Center. Die Moslems glauben an Allah, ich glaube an ihn hier. Er ist der König von allen. Ja, okay, sowas muss ein Mann auch haben, ist klar. Sowas ist sehr wichtig für mich. Eine Art Desperados-Dose, die kostet ungefähr umgerechnet, puh, 2,20 €. Das originale Desperados kannst du hier gar nicht bezahlen, das kostet 4,5 €, 5 €. Normaler Döner kostet 7,50 € bis 8 € und schmeckt nach Klopapier, also pff. Die Preise hier sind sehr extrem. Okay, ich verdiene auch ungefähr, ja, keine Ahnung. Ja, scheiß drauf, über Geld redet man nicht, aber die Lebensmittelpreise sind sehr, sehr hoch hier. Oh, da wollte ich euch noch mal kurz was zeigen. Weil er konnte es einfach nicht lassen. Hier.
Daniel 911 Rocks Swiss. Kann man das mal schön wieder wegbunkern? So, ja. Viel mehr gibt's auch heute am, ich weiß nicht, am fünften Tag, am Ende der Arbeitswoche, noch nicht so viel zu erzählen, außer, ja, dass ich sehr kaputt bin. Die Arbeit ist nicht gechillt, aber ruhig und nicht so gestresst wie in Deutschland. Mir wird hier sehr freie Hand gelassen. Ich bin Vorarbeiter von 3 Leuten. Ja. Ja, keine Ahnung, was ich euch noch sagen soll. Morgen zeige ich euch den ganzen Shit-Ort mal bei Tageslicht. Ja, denn wir haben ja jetzt schon, habt ihr gesehen, 1:30 an. Ich habe ja gesagt, 8 Stunden Zeitverschiebung. Ja, morgen ist Sonntag, dann habe ich endlich mal frei. Vom Montag bis Samstag wird gearbeitet. Ungefähr 50 bis 52 Stunden Woche. Aber Geld stinkt nicht. So, zum Abschluss sagt er euch nochmal Tschüss und haut da rein, haut da rein. Bis morgen.